Ach, was waren die letzten Wochen toll. Feiertage, Zeit für die Familie und für Brettspiele. Habt ihr euch beim Spiel des Lebens eigentlich auch immer auf die Lebensversicherungszertifikate gestürzt? Denn wenn man von denen genug kauft, gewinnt man am Ende fast immer. Tja, im Spiel stimmt die Rendite noch. In der Realität sind Lebensversicherungen aber inzwischen genauso begehrt wie Hightech Made in Russia. Die Idee, eine Versicherung als Sparmodell zu vermarkten, war einmal der Knaller. Inzwischen muss man aber schon ziemlich naiv sein, um noch eine Lebensversicherung abzuschließen. Gab es um die Jahrtausendwende noch durchschnittlich 7% Verzinsung für die eingezahlten Versicherungsbeiträge, waren es im letzten Jahr gerade mal noch gut 2%. Viele der sogenannten Prognoserechnungen für den Auszahlungsbetrag, der beim Abschluss in Aussicht gestellt wurde, stimmen einfach nicht mehr. Ist ja auch kein Wunder, wenn das Zinsniveau dauerhaft niedriger ist als ursprünglich angenommen. Die schlechtere Rendite ist aber nicht das einzige Problem, sagt der ehemalige Versicherungsmanager Sven Enger. Er sieht das ganze System mittelfristig vor dem Kollaps. Noch ist die Branche gut aufgestellt. Etwa 93 Millionen Verträge laufen und mehr als 3 Billionen Euro stehen an Kapital bereit. Zwar klingt ein zwölfstelliger Betrag erstmal beruhigend, aber wenn immer mehr Versicherte ihre Ersparnisse ausgezahlt bekommen, kann es schnell eng werden. Vor allem jetzt, wenn die Generation der Babyboomer, also die besonders geburtenreichen Jahrgänge der 50er und 60er, nach und nach an ihr Geld kommen. Das Prinzip Lebensversicherung ist eigentlich nichts weiter als ein riesiges Schneeballsystem, das nur funktioniert, solange es Nachschub an neuen Beitragszahlern gibt. Deshalb hat sich die Branche auch jahrelang aufs Neukundengeschäft konzentriert. Aber der letzte große Boom liegt nun auch schon eine Weile zurück. Im Jahr 2004 wurde noch mal so eifrig verkauft wie sonst nur bei Wurst-Achim. Schöne Dicke mit Wurst, hier dabei, ja! Denn alle bis dahin abgeschlossenen Lebensversicherungen werden steuerfrei ausgezahlt. Eine Regelung, die für spätere Abschlüsse gekippt wurde. Den absoluten Worst Case soll der Staat verhindern. Falls das System kollabiert, soll er als Gläubiger bereitstehen. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, schreibt das Bundesfinanzministerium den Versicherungsgesellschaften einen garantierten Mindestzins vor, den sie ihren Kunden gewähren müssen. Außerdem sollen sie 80% der eingezahlten Beiträge in festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Danke, Deutschland. Gut, so ganz uneigennützig ist der Staat jetzt auch nicht. Denn diese Wertpapiere sind in der Regel Staatsanleihen. Mit anderen Worten, die Versicherungsbeiträge landen zumindest zwischenzeitlich beim Finanzministerium und die Versicherten helfen dabei, dass Deutschland flüssig bleibt. Kein Wunder, dass jede der letzten Bundesregierung kräftig für die private Altersvorsorge getrommelt hat. Wir wollen den Menschen in diesem Lande ja sagen, ihr braucht als zusätzliche Säule die private Vorsorge. Weil wir auch an künftige Generationen denken müssen. Durch Eigenverantwortung, durch private Zusatzvorsorge. Die Versicherungslobby braucht sich jedenfalls nicht hinter der Autolobby zu verstecken. Ich brauche nicht zu betonen, dass das alles hier nicht stattgefunden hat. Nein, niemals. Und so ganz hundertprozentig sicher ist die Sache mit den Staatsanleihen auch nicht. Denn in der Zeit der Euro- und Staatsschuldenkrise hatten auch Bundesanleihen teilweise einen negativen Zinssatz. Inzwischen scheinen auch die Versicherungskonzerne kapiert zu haben, dass die Tage ihres einstigen Erfolgsmodells in Niedrigzinszeiten gezählt sind. Denn die meisten bieten schon gar keine traditionellen Lebensversicherungen mehr an. Außerdem planen viele große Konzerne, Millionen von Verträgen an sogenannte Abwicklungsfirmen weiterzureichen. Also eben mal schön jedes Risiko auslagern. Hinter diesen Abwicklern stehen Hedgefonds oder chinesische Investoren. Zwar bleiben die Versicherungsgesellschaften Partner der Kunden, aber sie bekommen dann gewissermaßen neue Inhaber. Und die lecken sich die Finger nach deutschen Versicherungskunden. Weil die Kunden keine Möglichkeit haben, sich gegen den Inhaberwechsel ihrer Versicherung zu wehren, können die neuen Bosse sich die ein oder andere Sparmaßnahme erlauben. Zwar wacht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht darüber, dass die garantierten Leistungen gezahlt werden, aber auf teure Geschenke wie eine Gewinnbeteiligung können sie ohne weiteres verzichten. Und das bei gleichbleibenden Beitragszahlungen. Der einzige Weg, wie der Kunde sich wehren kann, ist durch die Kündigung der Versicherung. Das neueste Geschäftsmodell der Versicherungsbranche ist übrigens die sogenannte fondsgebundene Versicherung.
Da wird das volle Risiko dann gleich mal komplett auf den Beitragszahler abgewälzt. Denn das, was er da kauft, ist nichts weiter als ein Aktienpaket in einer steuerbegünstigten Lebensversicherung verpackt. So Leute, ich weiß ja nicht, was ihr heute noch so vorhabt, aber ich mache jetzt mal einen Termin mit meinem Versicherungsvertreter. Sicher ist sicher.